Morgen. Also, wir sind angekommen hier in Mumbai, sind einigermaßen müde natürlich, haben aber gleich ein tolles Zimmer bekommen. Wir sind abgegradet worden, eigentlich Eincheckzeit 14 Uhr. Jetzt haben wir 9 Uhr, also sehr großzügig. Und jetzt zeige ich euch mal das Zimmer, wie es hier aussieht. Also ganz, ganz toll. Fangen wir gleich mal hier an. Rechts ist das kleine Bad. Und verrückterweise gibt es hier mitten im Spiegel ein Fernsehgerät. Jetzt gehe ich mal noch darüber. Es gab auch einen Welcome Drink, wie man sieht. Der Fernseher läuft. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Blick hinaus über die Stadt. So sieht's aus. Und da unten das Swimmingpool. Das Touch Hotel. Also, ich bin einigermaßen überrascht. Zwei Betten. Not too bad, not too bad. Oh, sieht auch noch cool aus. Eieiei. Wir haben sogar einen Diener. Man mag es kaum glauben, einen Butler. Der ist für die ganze Etage zuständig. Sehr freundlicher Mann. Wir können uns das jetzt einfach mal. Und der Luigi. Nein, das ist kein Mikrofon, auch wenn es so aussieht. Ich bin hier nicht bei Radio Bremen, sondern im Taj Palace Hotel. Und neben mir steht. Nein, das ist kein Mikrofon. Ich glaube, das ist eine Dusche. Ich glaube, ich lege das doch wieder besser rein. Macht sich aber gut. Macht sich sehr schön hier. So, in diesem Sinne, wir ruhen uns aus. Genau. Und bald gibt es mehr über Mumbai zu sehen. So, jetzt haben wir eingecheckt im neuen Hotel. Ein bisschen anders als das Taj Palace, aber es ist ganz okay. Hier lässt sich es auch schlafen, wenn auch etwas rustikaler. Jetzt haben wir eine kleine Roomtour hier in unserem neuen Hotel, unweit des Hotel Taj Palace. Und später gehen wir noch runter in die Stadt und erleben das eine oder vielleicht sogar das andere. Und jetzt die kleine Roomtour. Luigi, was empfinden Sie? Ja, also im Gegensatz zum Taj Palace ist es natürlich etwas einfacher gehalten. Aber ich denke, man kommt für zwei Nächte auch hiermit zurecht. Sehr kuschelig, dieses Bett. Da liegen wir sehr eng nebeneinander. Allerdings. Da darf keiner nachts ausschlagen. Dann haben wir hier noch einen riesen Fernseher, aber immerhin. Man hat einen Fernseher. Dann haben wir hier einen Schrank. Ah ja. Da passt einiges rein. Da passt einiges rein, nur nicht der Rucksack. Und ansonsten Spieglein, Spieglein an der Wand. Hier. Fenster. Das Einzige, was wir wissen, nebendran ist eine Baustelle. Das haben wir schon gehört. Im Moment geht es technisch noch, also hörtechnisch. Und hier das Bad schlechthin. Da könnten sich die deutschen Sanitärfirmen eine Scheibe von abschneiden. Das Bad für Josef. Genau. Sehr schön. Und jetzt gehen wir einfach, jetzt gehen wir einfach mal Richtung Innenstadt. Wir sehen Luigi einigermaßen geschockt. Nach dem Taj Palace, also, diese schlichte so Unterkunft. Aber es wird. Ein Quantensprung nach unten. Es wird noch schlimmer. In diesem Sinne. So, jetzt stehen wir hier vorm Gateway of India. Dieses tolle Gebäude wurde im Jahr 1924 fertiggestellt. Das ist praktisch das Wahrzeichen von Mumbai. Weiter hinten sehen wir das Hotel Taj Mahal. Das war das erste 5-Sterne-Hotel von Indien überhaupt. Auch heute noch immer ein ganz grandioses Hotel.
wer das Geld hat, ist ja sehr gut aufgehoben. Wir sind ja mittlerweile in einem etwas schlichteren Hotel untergebracht. Aber man will ja alles mal ausprobieren. Hier beginnt unsere heutige Reise. Wir werden reingehen in die Stadt zum Victoria Station und Crawford Market und schauen uns mal einfach alles an. Und ihr seid herzlich eingeladen, mitzukommen und folgt mir einfach. Terminus, wunderschöner Bahnhof, ihr seht es ja selber, steht auch unter Denkmalschutz natürlich, wurde 1887 fertiggestellt. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen bei deinem ganzen Lärm hier. Und 34 Jahre zuvor übrigens von dieser Stelle der erste Zug innerhalb von Indien von A nach B gefahren. Und wir gehen jetzt auch weiter von A nach B, nämlich zum Crawford Market. Und dann schauen wir uns einen tollen Markt hinten dran an. Da ist ein Riesengewimmel, macht richtig Spaß, kann man super einkaufen. Und ich fühle mich hier wieder richtig wohl. Mumbai ist einfach eine Stadt. Kommt mit. Das ist ja. Das ist. Picture noch fragen. Was lesen? This is the Kipling, for Kipling Fountain. Richard Kipling. You are right. Ja. Schon ein bisschen krass hier drin. Deswegen bin ich hier in Indien Vegetarier. Das Essen ist doch besser, wenn man es ohne Fleisch zu sich nimmt bei diesen doch anderen Verhältnissen hier. So, das ist jetzt der Crawford Market. Ich hoffe, der kleine Trip hat euch gefallen. Wir gehen jetzt noch rüber auf den anderen Markt, da ist auch einiges los. Und ich glaube, ich muss das hier mal wieder ein bisschen richtig einstellen. Die Kamera hängt ein bisschen schief. Wir sind ein bisschen erschöpft und gleich geht's weiter.